Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 8. Die Reise des verwunschenen Königs. Im letzten Part haben wir ein drittes Mal gegen den diesen beschissenen Finsterstalldrachen abgelost. Das wird jetzt aber auch definitiv das letzte Mal sein. Wie ihr seht, wir sind Level 65, Yang ist Level 67, Jessica Level 62, mehr ist eigentlich nicht passiert. Und wir beherrschen jetzt den letzten Skill, den wir durch Level-Up erlernen können. Die wunderbare Drachenseele. Die wohl mächtigste Attacke in diesem ganzen Game. Welcome back. Ja, und damit, das sollte nicht mal der beschissene Drache aushalten können. Ich könnte sie euch ja jetzt schon gleich mal zeigen. Die Drachenseele verwandelt dich in einen Drachengeist und füge einem Feind hohen Schaden zu. Verbraucht 32 MP, Alter. Das ist ja mal mehr als heavy. Eigentlich könnte ich sie ja jetzt schon gleich zeigen, aber nee, wir schwächen den Typen hier erstmal. Bei dem brauchen wir es sowieso noch nicht zeigen. Der überlebt ja kaum meine Monster, deswegen. Ja, wir haben einen Metallkönig-Schleim gekillt. Dann hatten wir auch eigentlich schon die drei Level-Ups, also es war relativ gechillt. Ja. Kann man nicht anders sagen. Es war relativ gechillt. Wobei, selbst das hat noch um die 15 Minuten gedauert, ehe wir den einen Schleim gekillt haben. Hatten. Ich. Ihr wart ja nicht mehr dabei. Weil die scheiß Viecher immer und immer wieder abhauen müssen, Alter. Aber egal, ich will mich nicht aufregen. Ich will einfach nur diesen beschissenen Drachen endlich loswerden. Ich meine, der sieht zwar mega episch aus, aber nee, ich habe keinen Bock mehr auf den. Dreimal hat er uns schon gekillt, das darf es doch nie geben. Drei fucking Mal! Hau diesen beschissenen Drachen endlich weg! Der macht keinen Spaß mehr. Ich denke auch mal, dass dieser Part jetzt etwas kürzer sein wird. Denn, naja, wenn alles gut läuft, haben wir den Drachen relativ schnell besiegt. Wenn alles gut läuft. Und auch wenn ich den Drachen gekillt habe, beende ich den Part. Deswegen, seid jetzt nicht so, regt euch nicht auf, wenn der Part jetzt nur um die 20 Minuten oder so dauert. Ich hatte ja auch schon oft Überlänge, da ist ein bisschen kürzer auch nicht schlimm. Und so, ne? Jo. Ich will den beschissenen Drachen endlich loskriegen, der nervt mich. Der nervt mich einfach nur. Gut, ihr seid weg. Da hole ich jetzt Mason an rein und so. Ich hoffe mal, der verwandelt... gut. Ja doch, ich hoffe mal, der verwandelt sich auch gleich in Mason. Natürlich. Oh, schön. Schön. Oh, geil. Sowas könntet ihr mal gegen den Drachen bringen, ey. Das wäre mal was Geiles. Aber nein. Ihr verwandelt euch in Mason und macht dann einen Verzweiflungsangriff. Was auch mega episch war. Das ist gerade echt beschissen. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Alter, du elender Wichser, ey. Hat der tatsächlich einen Goldmann gekillt? Das darf doch nicht sein. Oh, nee. Ey, Alter, das kann's doch nicht geben. Oh, das beginnt ja schon richtig geil hier. Ey, fick dich doch einfach nur, du elender Bastard. Oh, so ein Wichser, ey. Nee, du. Ja, jetzt hat er auch noch eine 50er-Konzentration. Genau.
Der überlebt noch schön. Alter, ich könnte den gerade sowas von in den Arsch treten, den hässlichen Wichser hier. Das kann es doch nicht geben, Alter. Hat der tatsächlich einen beschissenen Goldmann hier gekillt? Hier, fick dich, fress das. Jetzt könnt ihr auch sehen, was für ein Angriff das ist. Hauen weg. Aber schön aufs Maul. Gott. Jo, also für die von euch, die den Trailer gesehen haben, ihr erinnert euch, da hab ich das im Kampf gegen Duel Magus gebracht. Was ich mich gerade auch frage, im Kampf gegen Duel Magus? Alter, den Skill erlernt man auf Level 65. Wie kann der da denn im Kampf gegen Duel Magus gebracht haben? Ende, das rechne ich dann mal bis zur nächsten Folge aus. Die einzigste Levelmöglichkeit gegen Duel Magus sind die 8 Metallschleime, die es da an der kleinen Quelle beim königlichen Jagdrevier gibt. Das rechne ich mal aus, wie lange man da ungefähr benötigt. Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Im Kampf gegen Duel Magus hat der diese Attacke gebracht. Das heißt, er hat mit Level 65 gegen Duel Magus gekämpft. Das kann ja da nicht mal. Da muss der ja sozusagen alleine gelevelt haben, da. Und das war hier ohne Hilfe von Jengis, Jessica oder Angelo. Denn entweder gegen ihre drei Attacken, hier die Axt des Bösen, der Zwillingsdrache und irgend so eine Attacke mit dem Schwert, die Angelo gebracht hat. Entweder gegen die Attacken daneben oder so. Naja, oder die waren nicht ganz so stark. Weil. Ich kenne mich jetzt nicht ganz so gut aus, aber ich glaube kaum, dass Duel Magus von Angelo einen Level 67 Axt der Angst aushält. Das glaube ich nicht. Du kannst doch vergessen, dass er sowas aushält. Das geht nicht. Gegen Duel Magus haben wir gekämpft, da waren wir Level 30? Ich glaube Level 30 oder so. Ja, ich glaube Level 30 waren wir da. Oder Level 32, keine Ahnung, irgendwas Anfang 30. Also es ist mehr als das doppelte Level, was wir jetzt haben. So, dann mal gucken, ob die Golems jetzt auch wieder so schön viele Verzweiflungs Critical Hits machen. Ich würde es mal hoffen. So, und jetzt können wir ja mal die Golems erstmal reinholen. Danach ganz gechillt. Der Rest braucht eigentlich nichts zu machen. Also Jessica, Angelo und Jengis brauchen eigentlich nichts zu machen. Jengis macht Fokus-Tambourin, Jessica auch. Ja, aber angreifen brauchen die nicht unbedingt. Wisst ihr was, dann machst du mit Jessica dann einfach, wenn sie eine 20er oder eine, ja, 20er Konzentration hat, eine Power-Boost auf mich. Weil ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden die Drachenseele bei den Drachen hier anrichten wird. Und wieso konzentrierst du dich denn verdammt nochmal? Du bist tot, du darfst dich... Ja, Wunder. Mann, das macht doch keinen Spaß mehr mit diesen Idioten hier. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel die Drachenseele ungefähr Schaden bei den Drachen macht. Ich will mal hoffen, sehr viel. Denn hier von wegen gegen den Drachen auf Level 61 kämpfen am Arsch. Ich glaube es auch. 61, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden die Drachenseele hier ungefähr macht, aber ich will mal hoffen, viel. Der greift mich an. Jessica. Und nochmal mich, natürlich. Wow, ganz genau. Oh, mega fucking knapp, ey.
So, da kann ich den jetzt in der nächsten Runde mit noch 50er Konzentration angreifen. Jessica macht eine Mega-Stärkung. Ja, das wird nichts. Das sehe ich kommen, dass das nichts wird. Das wird nichts. So, Drachenseele. Jessica macht eine... einen Energieschub, meine ich doch. Auf mich. Angelo macht eine 50er Multiheilung. Aber es reicht auch einfach nur eine Vollheilung auf mich. Ja, Vollheilung auf mich. Und Jengis. Ja, was macht Jengis? Jengis kann eine Mittelheilung auf Jessica machen. Ja, passt so. Super, Vollheilung auf mich. Dann ist mir jetzt auch scheißegal, wenn der Drache etwas schneller ist und Jessica oder so killt. Nein, 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 das kann es doch nicht geben, bitte nicht. Ja, geil, schön, jetzt bin ich auch noch geblendet. Ja, trotzdem mal gucken, wie viel Schaden das macht. Falls es überhaupt trifft. Au! Ja, cool. Das war's. Der Drache ist besiegt. Jedes Mitglied erhält... jedes Mitglied außer Jessica erhält 18.000 Erfahrungspunkte. Ja, geil. Das war's mit den Drachen. Well done. Gut, allerdings... ja, ja. Ich hab gesagt, der Part kann kürzer werden. Ich will das legendäre Teammonster. Yo, bin ich mir sicher. Dann war's das jetzt wirklich schon mit dem Part. Ja, dann ist das jetzt hier der Ausgleich für die ganz, ganz vielen... also, geht vom verwunschenen Schloss aus immer geradeaus, bis ihr eine wunderschöne Quelle erreicht. Am Ufer werdet ihr ein Monster finden. Besiegt es. Ich bin sicher, es wäre eine wertvolle Ergänzung für euer Team. Ihr sollt das bekommen, das ihr euch wünscht. Es wartet jedoch noch eine es warten jedoch noch weitere Dragovania-Prüfungen auf euch. Wenn ihr eure Kraft mit einer weiteren Prüfung testen wollt, kommt einfach zur Dragovania-Zufluchtsstätte zurück und sucht mich. Seid dann jedoch... ja, ja, du mich auch. Okay, ich höre... nee, also... wir haben jetzt erst 12 Minuten aufgenommen. Das ist wirklich ein bisschen zu kurz. Ich wollte jetzt sagen, dann ist das halt der Ausgleich für die ganz, ganz vielen... Folgen mit Überlänge, die wir gemacht haben. Aber gut, 12 Minuten, das ist wirklich ziemlich kurz. Da holen wir uns jetzt das legendäre Teammonster noch schnell, machen Teleportation zur zur Kirche am Meer wollte ich nicht, zur Kapelle an der Ödnis oder wie auch immer die jetzt hieß. Ha, das Spiel packt mich noch. Gut, dann heilen wir uns hier halt wieder. Und dann holen wir uns noch das legendäre Teammonster. Und das kommt auch in unser legendäres Monster-Team. Nee, nicht ins Team, in die Reserve eher. Ich will nicht beichten, hör. Oh. Wieso will ich die eigentlich wiederbeleben? Nein! Ja, ja, ich möchte mein Abenteuer fortsetzen. Bin ich denn bekloppt? Ich brauche doch keine Wiederbelebung. Das mache ich einfach hier mit einer neuen Chance und gut ist. Ja, wie bin ich denn drauf? Ah, oh Gott. Egal, wir holen uns jetzt das legendäre Teammonster. Haha. Geht vom verwunschenen Schloss aus immer weiter Richtung Quelle. Das verwunschene Schloss ist, wenn mich nicht alles täuscht, Trodain. Ein anderes verwunschenes Schloss kenne ich nicht. Gut, vielleicht Raptons Anwesen da oben, dass das rumfliegt, aber... es ist die Reise des verwunschenen Königs. Und der verwunschene König ist der König vom verwunschenen Schloss. Und außerdem gibt es hier auch eine Quelle da hinten. Nee, ich glaube nicht, dass du das legendäre Monster bist. Also das könnt ihr mir jetzt nicht erzählen. Hier hinten war eine Quelle und da war bis jetzt überhaupt nichts. Also müsste da jetzt das legendäre Monster sein. Oder? Alter, ernsthaft jetzt? Ja gut, ich habe mir zwar ein bisschen... ja, toll. Ich habe mir zwar ein bisschen mehr vorgestellt, aber das ist mal eine coole Überraschung.
Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist so ein drakovanischer Drache oder so, der mega stark ist, mega viel Schaden macht und so. Aber yo, das ist auch eine Überraschung hier. Ein Schwermetaller. Ja, mal gucken, ob wir warte mal, da mache ich es jetzt ganz anders. Ausrüsten. Metallkönigspeer. Blitzschlag. Oh, das wird jetzt schön. Na gut, das brauchen wir eigentlich nicht. Machen wir hier einen Zwillingsdrache. Angelo, der macht Ausrüsten. Oder warte, nee, anders. Fokus Tambourin. Angelo macht einen Metallhieb. Jengis macht einen Scharfrichter. Da kann er, seht ihr hier, wie ich die ganze Zeit gelevelt habe. Gut, er ist jetzt, also wie, ja. Jessica hat meistens immer nur Beschleunigung gemacht und Angelo hat einen Fokus Tambourin gemacht, aber sonst ich und Jengis ist haargenau dasselbe und so besiegt man einen Metallkönigschleim. Schön. Das ist aber ein paar wenig Erfahrungspunkte für so einen Metallkönig. Auch eine Goldmunzermünze, schön. 10 Lebenspunkte. Willst du mich verarschen? Da hat ein Metallkönig aber wesentlich mehr. Abwehr 999, Alter. Scheiß doch die Wand an. Flinkheit, oh ja, schön. Metallkönigsschleim. Schleimfamilie. Ja, der soll natürlich in die Monsterreserve gepackt werden. Ich meine, das ist das legendäre Monster und so. Gut, da würde ich sagen, der beschissene, wirklich ziemlich beschissene Drache, Finsterstall-Drache, hat uns ja mehr als nur genügend Ärger gemacht. Jetzt haben wir ihn mit einem Schlag weggehauen, also Drachenseele ist schon was richtig Geiles, muss ich sagen. Da würde ich sagen, beenden wir den Part jetzt hier, der war wirklich etwas kürzer als sonst immer, aber wie gesagt, ist halt der Ausgleich dafür, dass die ganzen sehr, sehr viele Parts, länger gemacht habe. Ich hatte ja immer vor, einen Part um die 25 Minuten lang zu machen. Das hat, glaube ich, bei nicht ein sechsten Part funktioniert. Egal, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir dann die letzte Dragovania-Prüfung absolvieren. Gegen den wohl stärksten Drachen, denke ich dann mal. Ja, und bis dahin würde ich sagen, ich freue mich über eure Kommis und Likes und bis zum nächsten Mal. Tüdelü.